So, das nächste Match in Ruinberg. Diesmal E75, Tier 9, Heavy der Deutschen. Wir haben eine prognostizierte Siegchance von 47%, also ein knappes Match. E75 ist, also ich habe ihn wieder liegen gelernt, sag ich mal so. Ich habe ja den VK4502B kürzlich durchgespielt. Und in meinen Augen ist der E75 in so vielen Belangen einfach viel, viel besser. Und dieser Leidensweg, sag ich mal, durch den VKB hat mir den Panzer hier einfach wieder schmackhaft gemacht. Und ich fahre hier meine übliche Heavy-Position an. Die ist an der Kirche. An der Kirche kann ich erstmal Sidescrappen. Und im Sidescrappen ist der E75 ein Monster. Richte mich jetzt erstmal auf die äußere Ecke aus, auf die, in die meine Sichtlinie momentan geht, und warte ab, was wo aufgeklärt wird, um dann letztendlich den weitere Vorgehensweise zu beschließen, sage ich mal. Den Chiri ignoriere ich hier, drehe den Turm noch zur Seite, der hat relativ geringe Chancen, mich zu durchschlagen. Fokussiere mich jetzt hier auf den WZ, ziehe mich etwas zurück, der IS schießt hier direkt vor sich in die Wand. Ein bisschen Panik im Spiel wahrscheinlich. Wieder Sidescrappen. Hier die Verbindungsstelle oder die obere Panzerplatte vom WZ, kein Durchschlag. Der IS fährt nochmal seitwärts raus und kassiert diesmal. Nun kümmere ich mich hier um den AMX. Der ist der glückliche. Nutze hier den ganzen Dreck und alles, was vor mir ist, als Deckung für die untere Wanne, winkel den Panzer noch an und kassiere den Abpraller vom AMX. Stadt ist gewonnen, dafür ist der offene Part der Map komplett gefallen, also der eigene D54 kämpft da gerade in Unterzahl gegen 1, 2, 3, 4, mindestens 5 Gegner. Mich jetzt natürlich der Grund, sofort zurückzufahren, hier noch den IS-3 beschießen, wird allerdings vom M1 oder 3 von hinten gerammt und der Schuss geht irgendwo hin. Betonen muss man hier in dem Match auch noch den T25-2, der macht hier ein Monster-Match, also sieht man auch nachher im Kampfbericht, also der Spieler, der hat hier echt gigantisch gespielt. Mit eine tragende Funktion in dem Match übernommen. Der 9er Franzose hier offen, ich schieße durch den LKW, treffe ihn hier im Winkel gegen den AMX an, drehe die Wanne nochmal nach innen. Auto-Aim auf dem AMX drauf, auf den muss ich nicht wirklich selber zielen. Der hat für die Kanone vom E75 keine Herausforderung. 50-100 schießt mich auf die obere Frontplatte. Ich pinkel nochmal an. Wie man sehen kann, alles was durchgefahren ist, um die Gegnerbase zu cappen,
Also zu so einem Zeitpunkt vom Match anfangen zu cappen, ist echt eine grandios bekloppte Idee, weil es einfach noch viel zu viele Panzer gibt. Alle Verbündeten, die es versucht haben, sind draufgegangen. Deswegen steht es jetzt auch 7-8. Gegner in der Führung. Winkel hier wieder an. Der M103 schießt hier, der T-54 scheint offensichtlich der Meinung gewesen zu sein, ich war's, kommt raus, ich kassiere ihn. Der T-25-2 wird hier vom Körnerin getrackt, ich entscheide mich dazu, jetzt davor zu fahren und schiebe ihn noch zur Seite, um ihn shielden zu können. Und nehme den Körnerin mit einem Emmerich raus. Der T-25-2 kann seine Kette reparieren und bleibt weiterhin im Match. So, ich fahre wieder zurück in die Stadt, der IS-3 ist hier auch auf One-Shot-Niveau, allerdings sehe ich hier den T-54-1, der hier reinkommt und der wird mir hier direkt vor die Kanone fahren, das heißt, der muss als erstes gefüllt werden, kriegt hier direkt seine Beule ab, ich ramme ihn noch und sofort anwinkeln, die Frontplatte zu ihm halten. Versucht mich zu zirkeln, kassiert den nächsten. Ich glaube, der ist hier im Reload gewesen. Halt nochmals ab. Scheint ein bisschen Panik zu schieben. Und halt nochmals ab. Und nehme ihn hier raus. So, ich weiß, wo der IS-3 war. Hier ein bisschen Tunnel Vision. Ich hätte sofort zum Objekt drehen müssen, stattdessen fahre ich vor, drehe jetzt hier den Panzer um, treffe nur die Kette vom Objekt und nutze hier wieder die Masse vom B75 und ramme ihn einfach Objekt wieder mit Heat. So, und da war eine kleine Erhebung im Boden, was dazu geführt hat, dass mein Schuss drüber ging. Heat ging daneben und damit ist das Objekt raus. Winkel jetzt gegen den IS-3 an, der prallt auch ab und befinde mich jetzt in einer leicht dümmlichen Situation. Wie man sehen kann, der T-25-2, den ich vorhin geschildert habe, ist immer noch am Leben. Ist der letzte Verbliebene aus meinem Team. IS-3 jetzt auch mit Goldmunition Durchschlag erzielt, mein Fahrer ausgenockt. Versteckt sich hier hinter dem Wrack, ist für mich nicht zu beschießen. Ich kann allerdings auch nicht vorfahren wegen dem Ferdinand. Jetzt ist der Ferdi gespottet, jetzt kann ich vor, weil der Ferdi vom T-25-2 beschäftigt wird. Nutzt die hohe Wendegeschwindigkeit der Wanne und nehmt den IS-3 raus. Der T-25-2 hat sich während dem Gefecht auch noch bedankt dafür. Und hiermit ist das Gefecht dann auch beendet. Den 8. Kill habe ich hier leider nicht mehr bekommen. Aber 7 Kills, 4881 Schaden sind ja auch mal nicht so schlecht. Und damit kommen wir direkt zum Kampfbericht. Final noch der Kampfbericht. Hier haben wir 144.079 Credits erhalten, 4.450 Erfahrung für den Tagessieg, das Panzer als Großkaliber und den Krieger. Im Teamscore kann man sehen, wir haben 4.881 Schaden gemacht, 7 Kills, 1.349 Erfahrung und wie man sehen kann, der T-25-2, den wir hier gegen den Kernerin kurzfristig geschildert haben, konnte sein Spiel fortsetzen und hat hier als XP-Bester mit 1510 Erfahrungen ein Monsterspiel hingelegt. Also hat sich wirklich gelohnt, den Spieler hier am Leben zu erhalten.
Und im detaillierten Bericht kann man sehen, 16 Schuss abgegeben, 14 getroffen, 13 mit Durchschlag, 4881 Schaden, selber 10 Treffer erhalten, 4 davon mit Durchschlag, 6 Nichtdurchschläge, 8 Gegner beschädigt, 7 zerstört, 458 Spotting bzw. müsste das Tracking, also Kettenabschuss gewesen sein, sind 2 Kilometer gefahren. Und nach Abzug von Munition und Reparaturkosten sind hier 125.476 Credits übrig geblieben. Dazu gab es 2023 Erfahrung mit Premium, dazu einen Event, 404 Erfahrung, und das Ganze mal 2 waren 4.450 Erfahrung für den Tagessieg, und das Panzer ist auf dem E75. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht anzuschauen, wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen, würde mich über Kanalabos und Likes freuen und melde mich an der Stelle ab.